Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Baerbock traf am Montag in Butscha in der Nähe von Kiew ein. Die Außenministerin, die sprach dort mit Bewohnern der Stadt, in der russische Soldaten schreckliche Kriegsverbrechen begehen, 400 Menschen dort abgeschlachtet haben. Ja, und darüber wollen wir sprechen. Unser Kollege Paul Ronsheimer ist mit Außenministerin Baerbock jetzt gemeinsam in Butscha. Paul, wie wichtig ist dieser Besuch der Außenministerin denn für die Ukraine? Der Besuch der Außenministerin ist wahnsinnig wichtig für die Ukraine, denn bislang war kein wirklich prominenter Vertreter der Regierung hier, zwar Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, aber dem wurde nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Annalena Baerbock war zuletzt wenige Wochen vor Beginn des Krieges hier in der Ukraine. Damals ging es darum, diesen Krieg noch zu verhindern. Und jetzt ist sie hier, ich zeige euch einmal rum, hier in Butscha. Ihr erinnert euch vielleicht an den Ort, wo so viele Menschen hingerichtet worden sind. Wir warten jetzt in diesem Moment auf Annalena Baerbock, dass sie hier zu einem kurzen Pressestatement kommen wird. Allerdings ist dieser Besuch unangekündigt natürlich passiert. Sie ist angereist ohne Vorabinformationen aus Sicherheitsgründen. Und sie wird heute noch verschiedene Politiker treffen. Sie wird noch zu verschiedenen Orten reisen. Und hier in Butscha informiert sie sich vor allem darüber, wie die Aufarbeitung dieser Kriegsverbrechen passiert. Butscha, dieser Vorort bei Kiew, ist ja wirklich zum Symbol der Grausamkeit geworden. Paul, jetzt das erste Kabinettsmitglied aus Deutschland, das sich diesen Ort ansieht. Was liest du ab in Annalena Baerbocks Gesicht an diesem so wichtigen Tag, an diesem so wichtigen Termin? Man sieht Annalena Baerbock an, wie sehr sie das mitnimmt. Sie wollte als Jugendliche, als Schülerin, einst Kriegsreporterin werden, Patricia. Also das Thema ist ihr nicht fremd. Und gerade diese Kriegsverbrechen in Butscha, diese Bilder, man sieht, wie sehr sie das mitgenommen hat. Sie wurde hier begleitet vom Priester der Kirche, den auch wir mehrfach interviewt haben. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Dort, wo das Pressestatement gleich passieren wird, hier in der Kirche. Ich weiß nicht, ob wir Platz finden. Wir gehen einmal kurz in die Kirche rein, Patricia. Da ist noch niemand dort. Es ist so, dass Annalena Baerbock am Ende natürlich damit ein Zeichen setzen will. Sie will zeigen, nach diesen Querelen um Frank-Walter Steinmeier, den Bundespräsidenten, nach den Querelen um die Ausladung, dann die Einladung von Olaf Scholz, der dann nicht gekommen ist am 9. Mai, ist es für die Ukrainer wahnsinnig wichtig, dass die Außenministerin jetzt hier ist. Und man muss eines sagen, die sind etwas beliebter in der Ukraine als die SPD-Minister, denn sie waren es, die schon vorher gegen Nord Stream 2 gekämpft haben, damals in der Opposition und ohnehin in ihrer Russland-Linie härter und klarer. Paul, wir sehen jetzt hinter dir strahlenden Sonnenschein, einen Park. Es wirkt fast schon skurril, wenn man tatsächlich sich an die Bilder erinnert, die uns die ganze Zeit aus Butscha erreicht haben, von abgeschlachteten Kindern und Frauen, die auf offener Straße ermordet wurden. Wir sehen hier auch noch mal notdürftig zusammengescharrte Menschen in Massengräbern. Wie ist die Situation momentan? Wie haben die Menschen das bislang verarbeiten können? Ist jetzt surreal, auch für mich hier zu sein. Das letzte Mal war ich in Butscha vor 6 Wochen ungefähr, eben als die russischen Soldaten abgezogen waren. Da waren Leichen in den Massengräbern. Ich habe die Toten in den Straßen gesehen. Und jetzt sieht man natürlich die Häuser, die komplett zerstört sind. Aber das Gefühl ist ein anderes. Es ist ein surreales Gefühl, wobei es die Leute immer noch wahnsinnig mitnimmt. Das sieht man, wenn man zum Beispiel den Priester hier in der Kirche trifft, der dieses Massengrab gesehen hat, wenn man sieht, wie die Menschen auf sie reagieren, dass die Emotionen immer noch sehr, sehr intensiv sind, die Erinnerung natürlich an das, was erst vor kurzem hier passiert ist. Butscha wird nie wieder das Butscha sein, was es vor dem Krieg war, genauso wie die Ukraine nie wieder so sein wie vor dem Krieg. Dafür sind zu viele Menschen gestorben, dafür sind zu viele Gräueltaten passiert. Paul, jetzt musstest du einmal gerade ausweichen. Jetzt sehen wir hier live die Außenministerin, wie sie aus der Kirche kommt. Das sind jetzt Bilder
live aus Butscha, diesem Ort, der wie kein anderer Ort für die Grausamkeiten, für die Kriegsverbrechen dieses Krieges steht. Jetzt haben wir gerade die Verbindung zu Paul Ronsheimer verloren. Jetzt gerade die Außenministerin Annalena Baerbock in Butscha. Ein unangekündigter Besuch aus Sicherheitsgründen. Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Chefreporter Peter Tiede. Und ich höre auch gerade, wir bekommen auch wieder Live-Bilder. Ein Signal aus Butscha. Ja, Peter, deine Einschätzung zu diesem Besuch. Wie wichtig ist es, dass die Außenministerin tatsächlich jetzt dieses Zeichen setzt, wenn der Kanzler schon selber nicht hinfährt? Man muss es so klar sagen, Annalena Baerbock ist unsere Außenkanzlerin. Also das, was der Kanzler im Ausland und gerade in Osteuropa und in der Ukraine an deutschem Ruf verspielt, das kann Annalena Baerbock eigentlich als einzige richten. Sieht jetzt aus, als wenn sie gleich ein Statement abgibt. Ich weiß nicht, Paul, kommt jetzt das Pressestatement direkt? Paul? Ja, ich warte auf Jorgos. Bitte schreib Jorgos an, dass er das schickt. Ja? Okay, Paul, gerade noch live dort vor einer Kirche in Butscha. Das müssen wir immer noch mal einordnen. Die Außenministerin jetzt gerade live zu Besuch dort in Butscha. Dieser Ort, der so sehr dasteht für die Gräueltaten. Auch Paul Ronsheimer jetzt wieder bei uns, der auch in Butscha ist mit der Außenministerin. Paul, kannst du uns einmal kurz noch mal erklären, warum Annalena Baerbock eigentlich momentan das Aushängeschild Deutschlands in Osteuropa und vor allem in der Ukraine ist? Annalena Baerbock hat in ihrer Zeit als in der Opposition, als Grünen-Vorsitzende einen ganz klaren Kurs gefahren gegen Nord Stream, für harte Sanktionen, sich dafür ausgesprochen, einen härteren Kurs gegen Russland zu fahren. Sie hat die SPD massiv kritisiert damals dafür. Und als sie dann Außenministerin geworden ist, ist sie sofort in die Ukraine gereist. Sie hat hier noch 2 Wochen, ich glaube 10 Tage vor dem Krieg, den Osten des Landes besucht, wo es ja bereits seit 8 Jahren ein heftiger Krieg tobt, Peter. Und ja, sie hat damit ein klares Zeichen gesetzt. Was sie nicht getan hat vor dem Krieg, war, sich für Waffenlieferungen auszusprechen. Das hat Robert Habeck getan während des Wahlkampfs im Sommer. Deswegen hat Robert Habeck hier auch ein großes Ansehen. Aber generell schaut die ukrainische Politik, schaut Zelensky, schauen sie auf die Grünen mit positiveren Gefühlen als auf die SPD, eben aufgrund der Russlandpolitik. Und wir sehen, Annalena Baerbock ist jetzt hier hinter mir in diese Kirche noch einmal mit dem Priester reingegangen, zieht sich da zurück. Hier geht es jetzt nicht darum, ausschließlich ein schnelles Pressestatement zu machen, sondern sie will sich hier mit den Menschen auseinandersetzen und sich genau informieren, auch über diese Ermittlungen der Kriegsverbrechen. Das ist ihr ganz wichtig, dass diese Kriegsverbrechen aufgearbeitet werden. Jetzt sehen wir sie, wie sie gerade zurückkommt. Nein, noch nicht. Ja, das ist hier wichtig. Paul, kannst du einmal sagen, wie der Ruf Deutschlands und das Ansehen Deutschlands momentan in der Ukraine ist? Es waren wirklich harte Auseinandersetzungen, die es gab, auch in Richtung Frank-Walter Steinmeier, Botschafter Melnik, der ukrainische Botschafter, sprach von beleidigter Leberwurst, auch in Richtung Kanzler. Wie steht es um den Ruf der deutschen Politik in der Ukraine? Ja, ich zeige euch jetzt noch einmal die Bilder, wie sie hier wieder in diese Kirche geht. Annalena Baerbock, wir gehen einfach mal hinterher. Peter, der Ruf Deutschlands ist, ist absolut angekratzt hier in der Ukraine. Insbesondere dadurch, dass Olaf Scholz hier am 9. dann nicht gekommen ist, auch wenn die deutsche Seite genervt war, weil sie gesagt haben, wir kommen ja aber eben nicht am 9. Mai. Und der Ruf Deutschlands ist natürlich auch durch das, was in Deutschland passiert ist, angekratzt. Nämlich dadurch, dass die ukrainische Flagge an verschiedenen Gedenkorten verboten wurde. Und das ist das, was passiert ist. Du hast es gerade angesprochen, Paul. Inwieweit wird jetzt noch erwartet, dass auch der Kanzler sich blicken lässt? Rechnet man damit noch in der Ukraine? Sagt man, das wäre immer noch wichtig, man möchte das? Oder sagt man im Endeffekt jetzt auch, gut, dann ist Annalena Baerbock jetzt gekommen. Damit hat Deutschland dann seinen Teil getan und sich auch solidarisch gezeigt. Ja, es reicht den Ukrainern nicht, dass Annalena Baerbock hier ist. Das ist ein gutes Zeichen, aber sie wollen, dass auch Olaf Scholz kommt. Und da reicht es nicht, dass man mit Emmanuel Macron zusammen durch ein Brandenburger Tor geht, das mit ukrainischen Farben angeleuchtet ist. Man hätte die beiden gerne hier gesehen. Das war ja einmal die Spekulation, dass sie nach ihrem Deutschlandbesuch gemeinsam kommen würden nach Kiew. Das wäre das starke Zeichen, was man sich aus der Ukraine gewünscht hat. Wann das jetzt passiert, dass Olaf Scholz kommt, Macron war auch noch nicht da. Er hat gesagt, er kommt nur, wenn es auch wirklich einen Grund gibt und hat sich dagegen gesperrt, sozusagen diesen symbolischen Akt zu machen. Paul, jetzt ist Annalena Baerbock da.
Es gibt immer relativ wenige Vorabinformationen vor diesen Reisen. Aber warme Worte wird sie finden, das ist auch ihr Geschäft. Aber meinst du, sie hat auch etwas Konkretes mit dabei? Ja, man wird davon ausgehen müssen, dass natürlich darüber gesprochen wird, was mit der deutschen Botschaft passiert, die ja bislang weiter geschlossen ist. Wir wissen, dass andere Botschaften ihre Arbeit wieder aufgenommen haben, zumindest teilweise, auch die amerikanische Botschaft zum Beispiel. Also das könnte passieren, das ist noch unklar. Und sie wird natürlich weitere Top-Politiker treffen und sich weitere Orte anschauen, wo sie sich ein Bild machen will von der Heftigkeit des Angriffs eben auf Kiew. Paul, nimm uns einmal mit. So ein Besuch muss gut vorbereitet sein, wird meistens sehr spontan angekündigt, aus Sicherheitsgründen. In welcher einer Sicherheitslage reist die Außenminister dann? Welche Vorbereitungen braucht man da? Man weiß ja noch nicht mal genau, das wird sehr geheim gehalten über die weitere Gestaltung ihres Tages, dass ja doch eine Schwierigkeit ist, wenn eine Ministerin in ein Kriegsgebiet reist. So ist es. Deswegen werden die Dinge hier geheim gehalten. Jetzt gab es die Meldung eben, dass sie angekommen ist hier in Butscha. Deswegen können wir darüber berichten. Vorher gab es auch aus Sicherheitsgründen eine sogenannte Sperrfrist, so nennt man das, wenn man aus Sicherheitsgründen darauf verzichtet, genaue Ankunftsorte zu nennen. Und das ist ja auch das, was bei den US-Politikern der Fall war, in der Vergangenheit bei deutschen Politikern, wenn sie nach Afghanistan gereist sind. Also man macht es erst öffentlich, wenn man tatsächlich vor Ort ist. Und so war es auch bei Annalena Baerbock und auch der weitere Teil des Programms geheim. Sie wird allerdings, da so viel steht fest, heute Abend dann auch wieder Richtung Deutschland aufbrechen. Paul, bis es dann soweit ist, bis die Außenministerin tatsächlich ihr Statement geben wird, wollen wir noch mal ein bisschen auf die Verwerfungen schauen, die wir eben schon kurz angesprochen haben, die es vor ihrem Besuch gab. Ein ewiges Hin und Her, das Leberwurst-Debakel. Wir haben das Ganze noch mal kurz zusammengefasst. Der Besuch oder Nichtbesuch deutscher Politiker in der Ukraine. Seit Wochen sorgt das Thema für einen Riesenwirbel. Schon im April will Bundespräsident Steinmeier in die Ukraine reisen, um dort ein Zeichen der europäischen Solidarität mit der Ukraine zu setzen. Die Rechnung macht er allerdings ohne Ukraine-Präsident Zelensky. Der lädt ihn kurzerhand wieder aus. Der Grund? Steinmeiers enge Verbindung zu Russland, sein Werben für Nord Stream 2. Kanzler Scholz zeigt sich pikiert, will nun ebenfalls nicht in die Ukraine reisen. Ukraine-Botschafter Melnyk gibt Scholz noch einen mit, bezeichnet ihn als beleidigte Leberwurst. Anfang Mai schlägt unerwartet CDU-Chef Friedrich Merz in der Ukraine auf. Warum? Das weiß keiner so genau. Er trifft nicht nur die Klitschko-Brüder, sondern überraschend auch Präsident Zelensky. Plötzlich kommt Bewegung in die Sache. Zelensky telefoniert mit Steinmeier, die beiden sprechen sich aus. Der Ukraine-Präsident lädt Steinmeier und Scholz sogar nach Kiew ein. Ich habe mich mit dem Bundespräsidenten darüber vorher und hinterher sehr ausführlich unterhalten. Und wir haben dabei auch entwickelt, was dann auch das Ergebnis des Gesprächs ist, dass die Außenministerin demnächst in der Ukraine sein wird. Am Montag fährt immerhin schon Bundestagspräsidentin Bärbel Bass nach Kiew und besucht Zelensky. Jetzt warten alle auf das erste deutsche Regierungsmitglied in der ukrainischen Hauptstadt, Außenministerin Annalena Baerbock. So, und jetzt ist sie also dort und wir schauen auch live nach Butscha. Butscha, dieser Ort der Grausamkeit, bekannt geworden auf der ganzen Welt durch die Kriegsverbrechen, die russische Soldaten dort begangen haben. 400 Menschen dort abgeschlachtet. Und diesen Ort, den besucht jetzt Außenministerin Annalena Baerbock. Wir sehen hier die Bilder live aus Butscha. Paul Ronsheimer begleitet für uns diesen Besuch. Und man muss sagen, Paul, Deutschland hat kein besonders gutes Bild in den vergangenen Wochen abgegeben. Da gab es einiges, das mit in der Ukraine mit Kopfschütteln wahrgenommen wurde. Ukrainische Flaggen, die wieder eingeholt wurden. Ein Streit darüber, ob der Bundespräsident kommen soll oder nicht. Unter welchem Druck steht jetzt die Außenministerin an diesem Besuch? Durchaus unter Druck, würde ich sagen. Sie ist jetzt hier in Butscha wieder ins Auto gestiegen. Wir sehen, wie sie jetzt hier den Ort auch wieder verlassen wird. An einen geheimen Ort und wo der Besuch weitergeht. Das ist die ganze Kolonne, die ihr hier sehen könnt auf den Bildern. Und natürlich wird man auch über das angespannte Verhältnis zu Deutschland sprechen, darüber, was mit Olaf Scholz passiert ist, was mit Frank-Walter Steinmeier passiert ist und so weiter und so fort.
Jetzt also hat sie gerade das Auto bestiegen. Es läuft natürlich alles unter ganz hohen Sicherheitsmaßnahmen ab. Dieser Besuch im Kriegsgebiet unserer Außenministerin. Peter Thiele, unser Chefreporter, ist auch noch bei uns, um diese Bilder mitzukommentieren. Es geht jetzt weiter. Paul Ronsheimer ist vor Ort in Butscha. Die Außenministerin fährt jetzt weiter. Es stehen noch einige Termine heute auf dem Programm. Peter, wie ist deine Einschätzung? Wie wird sie sich bei diesem Besuch machen? Kann sie helfen, das Bild Deutschlands wieder ein bisschen gerade zu biegen? Ja, denn in Osteuropa vertraut man ihr. Und gerade in der Ukraine vertraut man ihr. Paul hat es auch gesagt, Robert Habeck sogar noch mehr, ihrem grünen Kabinettskollegen. Aber Annalena Baerbock ist so etwas wie die Kittmeisterin im Verhältnis dieser Bundesregierung zu Osteuropa und vor allem halt zur Ukraine, weil sie immer klar Position bezogen hat. Es waren immer die Grünen, die für eine harte Linie waren. Sie war nicht von Anfang an für die Lieferung sogenannter schwerer Waffen, aber Robert Habeck war das. Und am Ende haben sich die Grünen mit der FDP in der Ampel gegen die SPD durchgesetzt. Und das, was der Kanzler bremst oder was die SPD auch bremst, gerade mit ihrem linken und pazifistischen Flügel, das müssen FDP und vor allem die Grünen wegwuppen. Das müssen sie wegziehen. Und da ist Annalena Baerbock im Prinzip die Kittmeisterin dieser Koalition. Nun wird ja inzwischen auch wieder etwas deutlicher über einen EU-Beitritt diskutiert. Was glaubst du, wie sehr hilft das der Ukraine oder ist diese Diskussion jetzt eigentlich noch fehl am Platz? Nein, die Diskussion ist natürlich eine symbolische, die signalisieren soll, wir glauben an euch und wir geben euch eine ganz klare Perspektive. Die Ukraine hat sich 2014 mit der Maidan-Revolution, mit dem Winter, als so viele da auch erschossen worden sind, in Kiew auf einen ganz klaren Weg gemacht. Dieser Weg ist ein verdammt langer und ein sehr steiniger. Die Ukraine ist weit davon entfernt, in wirklich tiefen demokratischen Strukturen zu sein. Aber sie hat, das Volk hat die Entscheidung getroffen, man hat sich auf den Weg gemacht. Und man muss bis dahin ganz, ganz viel ändern in diesem Land. Aber die Perspektive, sozusagen, wir werden mit euch über einen Beitritt verhandeln. Wir geben euch eine Beitrittsperspektive. Das kann 5 Jahre dauern, das kann aber auch 20 Jahre dauern. Aber und das, was Emmanuel Macron gestern gesagt hat, dass man quasi um die eigentliche Europäische Union herum mit Osteuropa zusammen und anderen Staaten noch mal ein anderes Gebilde haben möchte, dass man Länder auch einfangen kann, bevor sie reif sind für die Europäische Union. Das ist enorm wichtig für die Ukraine. Ich war gestern Abend mit einem Freund aus Kiew hier in Berlin essen, der es hierher geschafft hat, und mit dem Chef des Deutsch-Ukrainischen Forums. Und die auch noch mal betont haben, wie wichtig das wirklich ist, dass sie eine Perspektive haben, dass sie das Gefühl haben, Europa will die Ukraine haben. Und Europa ist bereit zu investieren. Das dürfen wir nicht vergessen. Das wird verdammt teuer. Jetzt, der Krieg ist richtig teuer. Der kostet nicht nur Menschenleben, der kostet auch Milliarden an Euro und an ukrainischer Währung. Und er wird aber dann danach auch richtig teuer werden, weil wir werden als Partner und als Freunde der Ukraine dieses Land aufbauen und auf den europäischen Weg führen. Und das ist für die mehr als ein Licht am Tunnel. Das ist eine Fackel am Ende des Tunnels. Breaking News und wir schauen uns an das Statement der Außenministerin Annalena Baerbock, die jetzt gerade in Butscha ist, diesem Ort, der so bekannt wurde für die grauenvollen Kriegsverbrechen begangen von russischen Soldaten. Wir sind an einem Ort und in einer Kirche, die eigentlich unglaubliche Hoffnung, Zukunft repräsentiert. Wenn man sich dieses Gebäude anschaut, die Fenster anschaut, die Sonne, die an diesem Tag hereinscheint, dann glaubt man, in einer ganz normalen Kirche zu sein. Und zugleich ist es ein Ort, wo die schlimmsten Verbrechen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, nicht nur sichtbar geworden sind, sondern passiert sind. Und deswegen ist es mir unglaublich wichtig, heute hier zu sein, um das, was ich hier gerade gehört habe von denjenigen, die den Menschen zumindest die letzte Würde geben konnten, nämlich sie zu beerdigen, das zu transportieren, was ihr größter Wunsch ist, der Welt deutlich zu machen, was für Verbrechen passiert sind, wie groß der Schmerz ist. Und diesen Schmerz kann niemand nehmen, den Schmerz von Vätern, von Müttern, von Tanten, von Onkeln, von Freunden, von Nachbarn, von Arbeitskollegen. Aber wir können für Gerechtigkeit sorgen. Und daher bin ich heute auch hier mit der Generalstaatsanwältin, die gemeinsam für ihr Land diese Verbrechen aufklärt, Beweise sammelt. Und wir können einen kleinen Beitrag dadurch leisten, dass wir diese Aufklärung von Kriegsverbrechen, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit unterstützen, als internationale Gemeinschaft die Beweise sammeln, dafür sorgen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Das sind wir den Opfern schuldig. Und diese Opfer, auch das spürt man hier so eindringlich, diese Opfer könnten wir sein. Butscha ist ein
Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Eine Bombe, die direkt in den Supermarkt eingeschlagen ist. Dann sieht man in dieser Kirche Bilder, wie Menschen einfach nur das getan haben, was jeder Mensch tut. Morgens aufstehen, einkaufen gehen und dabei kaltblütig ermordet worden ist. Wie eine Mutter mit ihren beiden Kindern versucht hatte zu fliehen und dabei erschossen worden ist. Und wir sind es diesen Opfern schuldig, dass wir hier nicht nur gedenken, sondern dass wir die Täter zur Verantwortung bringen und ziehen. Und das werden wir als internationale Gemeinschaft tun. Das ist das Versprechen, was wir hier in Butscha geben können und geben müssen. Soweit also Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Ein starkes Statement, muss man sagen, Peter. Also im Vergleich zu Christine Lamprecht macht diese Ministerin doch sehr vieles richtig, oder? Muss man durchatmen und wirklich froh sein, dass wir da eine junge Mutter haben, eine verhältnismäßig junge Mutter, die für uns da ist. Und man merkt es, dass da eine Emotion da ist, dass ihr die Stimme bricht und dass sie wirklich die richtigen Worte in der richtigen Tonlage gewählt hat. Und dass sie wirklich angefasst ist, dass sie betroffen ist und dass sie aber gleichzeitig ein Versprechen abgibt, nämlich die Täter zur Verantwortung zuzuziehen. Und der Satz, diese Opfer könnten wir sein, der ist einfach stark, der ist gut gewählt und der trifft es ja auch wirklich, weil es sind normale Menschen aus dem Leben gerissen worden. Sie sind plötzlich überfallen worden, ohne dass ihr Land irgendwie aggressiv war. Und einfach klarzumachen, dass da ganz normale Menschen sind und die Tonlage wirklich zu treffen und den richtigen Ton zu finden, der auch klar macht, wir sind nicht nur im Kopf bei euch, wir sind auch im Herzen bei euch. Und das hat sie jetzt wirklich perfekt gemacht, muss man einfach mal so sagen.